Hallo ihr Lieben, endlich gibt es mal wieder ein Filmchen von mir. Nachdem ich mein Jupiter Thermomaster verkauft hatte, hatte ich mir ja den Monsieur Cuisine Connect geholt. Der ist leider nach 4 Wochen kaputt gegangen. Und weitere 4 Wochen später habe ich dann eine Rückabwicklung gemacht. So, habe mir das Geld beiseite gelegt und habe mir jetzt den Monsieur Cuisine Plus Edition gekauft, wo ich super mit zufrieden bin. Für die Erbsensuppe benötigen wir folgende Zutaten. Bis 120 Gramm Zwiebeln, Speckwürfel, circa 140 Gramm, Suppengrün, 300 Gramm, Kartoffeln, 150 Gramm, alles in Stücke, 260 Gramm Schälerbsen, 900 Gramm Wasser, Brühwürfel habe ich nicht, ich nehme dafür mein Vegeta, Salz, Pfeffer und zum Schluss Wiener Würstchen. Fangen wir mal an. So. Zwiebeln in den Topf reingeben. Sollte das Gerät auch einschalten. 3 Sekunden bei Stufe 5 verkleinern. Super. Nun die Speckwürfel hinzugeben. Das Ganze 3 Minuten mal 120 Grad Stufe 1. 120 Grad. 3 Minuten. Und Start. Bis gleich. So, fertig. Am besten mit dem Schaber nach unten schaben. Das duftet durch den Speck und durch die Zwiebeln schon ganz toll. So, jetzt die Karotten, Sellerie und Kartoffeln reingeben. Bis 5 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinern. Oder machen wir mal Stufe 5. Jawohl, schön zerkleinert, nicht zu klein. So, Porringe und Erbsen reinfüllen. Brühe. Ich mache mal 3 Teelöffel. Ich mag es gerne würzig. Pfeffer. Salz.
Ganze nach unten schieben. Wasser. Und diesmal nehmen wir den Varoma als Deckel oder als Spritzschutz. So, Porree, Erbsen, Wasser, Brühwürfel, Salz, Pfeffer habe ich alles drin. 60 Minuten, 100 Grad Stufe 1. 60 Minuten. Stufe 1. Und wir sehen uns nachher wieder. So, nur noch 10 Sekunden. Den Deckel abnehmen. Die Würstchen einlegen. Nochmal 20 Minuten. Ein paar Sekunden, insgesamt 5 Sekunden. Den Deckel abnehmen. Boah, das riecht total genial. Eben mal abschmecken. Vorsicht, heiß. Genial. Einfach nur genial. So, ein Würstchen entnehmen. Ich schneide mir die mit der Haushaltsschere klein. Sieht das nicht toll aus? Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Danke, tschüss.